Also wäre ich jetzt jemand, der auf einem üblichen Tanzfest versucht, zu sagen, dass man besser tanzen soll, würde ich jetzt sagen, tanzen Sie, solange Sie sich gerne haben. Tanzen Sie und fragen Sie nicht, mit wem. Wo der Morgen kommt, wo der Morgen geht, wo man die Nacht schon sieht, langsam sieht, langsam sieht, langsam sieht er aber wirklich schon viel besser aus. Langsam sieht er aber wirklich. Tages hatte Anton das Warten satt, setzte sich, nachdem er das Geschirr gespült hatte, an den Holztisch vor den Ofen und beschloss von nun an kein einziges Wort mehr zu sprechen. Anfangs rührte er noch hier und da einen Finger, aber als seine Frau vor ihn trat, blieb er fest und steif vor dem Ofen. Hey, lass das! Was hast du denn damit vor? Einer Woche der Nachbar. Hey, Herr Anton, was machen Sie da? Oh, hört Sie auf damit. Sie können doch nicht ewig so sitzen bleiben. Aber genau das hatte Anton vor. Hätte er ein klein wenig getanzt. All das wäre nicht passiert, hätte er sich abgelenkt. Aber so, siehst du? Aber na bitte, na bitte, ey! Na ey, noch ein, 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 noch ein. 24, 3, 12, 71, das war aber viel zu viel. Moment! Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Ja, den! Ah, okay. Den habe ich schon gesehen, den habe ich gestern gehabt, den habe ich. Ah! Gib mir nochmal den, den nicht! Ja, bitte! Ah, noch mehr. Wenn ich dachte gestern zum Beispiel, aber habe ich nicht. Hey, aber da war ich mit Uber, dann bin ich mit jemandem gegen die Bälle gesessen, was haben Sie geglaubt? Was denken Sie denn von denen? Sag mal. Ja! Sag mal. Nochmal, sag mal, ah, na das sag ich doch, sag mal,
Sag mal, sag mal. Era le crepuscolo pro mio enfant, la corruptible, la tristesse, la chante ton frère, comme un papillon. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil d'être un papillon, ni nager sous les yeux horribles des poutous.